Die einfachste Möglichkeit, eine Mullwindel zu verwenden, ist es, einfach nur das große Quadrat in ein Rechteck zu falten und dann in einer Überhose einzulegen, die solche Laschen hat. Das geht jetzt ganz einfach. Du nimmst einfach nur die Mullwindel, du halbierst sie, dann halbierst du sie nochmal. Und danach kannst du sie falten, bevorzugterweise, dass die offenen Kanten nach innen schauen. Und jetzt hast du hier das lange Rechteck. Und das kommt dann einfach nur in die Überhose. Eine weitere Möglichkeit ist, die Mullwindel direkt um das Baby zu wickeln. Dafür machst du eine bestimmte Faltung vorher fertig. In dem Fall ist das der sogenannte Drache mit Steg und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Du hast eine große quadratische Mullwindel und faltest sie in die Hälfte. Noch einmal in die Hälfte falten. Nun nimmst du die obere Ecke, in dem Fall die obere rechte Ecke, und hältst die Mitte, die geschlossene Mitte, hier mit deinen Fingern fest, ziehst sie hinüber und diese Mitte legst du jetzt an die Kante, die sich noch hier gebildet hat. Du siehst, du hast jetzt hier ein Dreieck und hier unten ein Quadrat. Einfach umwenden. Und jetzt kannst du dieses Quadrat dritteln oder vierteln. So. Und jetzt hast du hier ein Dreieck und in der Mitte den Steg, der verstärkt ist. Wenn du das jetzt an dein Baby anlegen möchtest, kannst du dieses hier schon mal kleiner machen. Dann legst du es nach oben. Du hast jetzt hier die Flügel und du kannst hier den Beinausschnitt nach innen rollen, damit der Muttermilchstuhl nicht ausläuft. Die Flügel kannst du ein Stückchen auch nach innen klappen und jetzt nimmst du das hier, den Flügel, und legst ihn auf die Bauchseite. Das machst du auf dieser Seite auch so, also hier nach innen rollen. Den Flügel etwas einklappen und jetzt hast du eine komplette Windel, hier mit den Beinausschnitten, die eingerollt sind. Um sie dem Baby anzulegen, solltest du dir noch eine Windelklammer bereitlegen. Ich kann jetzt sehr schön auch an den Dreieckseiten hier den Rand schon mal etwas umklappen. Und dann nehme ich mein Baby und da die Windel zu groß ist, verkleinere ich hier den vorderen Teil, indem ich ihn ein Stück umklappe und lege ihn dann auf den Babybauch. Jetzt ist es ganz gut, wenn du jetzt hier schon den Rand nochmal nach innen klappst. Du nimmst dir den langen Flügel, klappst ihn ein Stück ein, wenn er zu lang ist, legst ihn in die Mitte. Dasselbe machst du auf der anderen Seite. Ein Stückchen einklappen und auf den Bauch legen. Vielleicht hier auch nochmal hingehen und zusätzlich einrollen. Dann wird der Auslaufschutz, einfach besser. Dann nimmst du eine Windelklammer und hakst sie ein. Jetzt ist die Windel geschlossen und du brauchst nur noch die Überhose anlegen. Eine andere Faltmöglichkeit ist der sogenannte Drache. Du nimmst deine quadratische Windel und legst sie mit den Ecken jeweils von dir weg zu dir hin und faltest das wirklich wie ein Papierdrachen. Du siehst, das ist jetzt hier ein Drache.
diesen Zipfel auch noch mittig legen. Jetzt nimmst du diesen unteren langen Zipfel und du kannst den entweder ein Stück einlegen oder noch mehr, also halbieren. Du kannst den auch bis nach ganz oben legen. Das kommt darauf an, wie groß dein Kind ist. Jetzt ist mein Kind relativ klein hier. Darum mache ich das so, dass ich ihn erst einmal in die Mitte und mir dann noch ein Stück weiter hineinlege. Hier sind jetzt also mehrere Lagen Stoff in der Mitte und können aufsaugen. Wenn ich mein Kind hier liegen habe, da siehst du, hier ist noch viel zu viel Stoff an der Seite. Das heißt, hier gehst du jetzt hin und klappst dir den Stoff mittig. Und hier hinten lässt du es aufgeklappt. Ich zeige dir das nochmal ohne Baby. Also du gehst hin und legst dir, was du machen kannst, du legst dir den Stoff erstmal in die Mitte und faltest den oberen Teil wieder auf. Siehst du das? Jetzt kannst du das Baby nehmen, legst diesen unteren Teil auf den Bauch, nimmst dir die Flügel . Du nimmst dir auch hier einen Snappy, um es zu schließen. Und du kannst auch hier wieder hingehen und nochmal einrollen. Das wäre jetzt also der Drache.